Herzlich willkommen bei Doc Swim. Herzlich willkommen bei Doc Swim. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass du eigentlich mehr oder weniger blind schwimmst? Tatsächlich ist das so. Denn wenn du dir mal so richtig vor Augen führst, welchen visuellen Kanal du hast, dann ist das ja eigentlich nur mal so ein bisschen unter Wasser nach vorne, schräg unten und vielleicht noch während der Atmung zur Seite. Viel nimmst du aber nicht von dem wahr, was du da tust. Und das macht das Schwimmen natürlich auch so schwierig und in der Korrektur und in der Kontrolle so durchaus kompliziert. Deshalb braucht man ganz häufig einen Trainer, eine Videoaufnahme, um hier persönlich voranzukommen. Oder eben, und darum geht es in dem heutigen Tipp, den Schwimmerschnorchel. Denn der Schwimmerschnorchel kann diese Probleme zwar nicht komplett lösen, aber er kann eine große Hilfestellung sein. Und wenn ich gefragt werde, welches mein Top-Hilfsmittel ist, da würde ich tatsächlich sagen, es ist der Schwimmerschnorchel. Egal in welcher Ausführung, aber wir können so viele gute Dinge damit machen und damit wollen wir uns jetzt gleich mal beschäftigen. Was uns der Schwimmerschnorchel erstmalig ermöglicht, ist eine Form der Zugbeobachtung unter Wasser. Wir können also durchaus mal wahrnehmen, was wir da unter Wasser machen, wie unser Ellenbogenwinkel steht, wo sich unsere Fingerspitzen bewegen, ob auf Körpermitte, etwas außerhalb oder wie vielleicht sogar auf die gegenüberliegende Körperhälfte übergreifen. All das macht der Schwimmerschnorchel möglich und deswegen ist er so ein tolles Hilfsmittel, egal in welchem Bereich. Wir sehen hier sogar Spitzenschwimmer, Olympioniken, Weltmeister, Weltrekordler, die, und das ist ganz erstaunlich, schon an Land den Schwimmerschnorchel anziehen, um danach ins Einschwimmen zu gehen. Das Ziel dahinter ist die Programmierung der optimalen Technik. Also hier nochmal ganz bewusst auch in die Beobachtung zu gehen, zu kontrollieren, stehen die Hebel so, wie sie stehen sollen, um danach dann mit einer sehr gut einprogrammierten Technik in das Training hineinzugehen. Also auch das könnte mal eine Variante für dich sein. Über die anderen Möglichkeiten wollen wir jetzt gleich mal sprechen. So bringt der Schwimmerschnorchel vor allem auch sehr viel Ruhe in das Schwimmen hinein, denn wir neutralisieren ja die Atembewegung, wenn wir jetzt vom Kraulschwimmen sprechen. Das bedeutet also, die Schaukelbewegung, die wir normalerweise initiieren durch die Bewegung des Kopfes zur Seite, fallen weg. Die Wasserlage wird ruhiger, wir kriegen ein besseres Gefühl für die Stabilität der Wasserlage. Das kann auch mal so ein Gefühl sein, wie was wäre, wenn ich eine sehr ruhige Wasserlage hätte, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich womöglich auch das Zugmuster zum Positiven hin verändert, denn das dürfte der Fall sein. Also hier haben wir schon einen ganz, ganz wichtigen Aspekt und hinzu kommt ja auch, dass gerade die Seiteneinsteiger oftmals Probleme haben mit der Atmung oder anders gesprochen auch die Atmung im Grunde so das erste Hindernis ist, wenn man das Kraulschwimmen erlernt, dass man den Kopf doch tendenziell sehr weit rausdreht, um auch sicher zu gehen, dass man kein Wasser schluckt. Dadurch kippt man auf der gegenüberliegenden Seite mit der Schulter ins Wasser. Also es kommt zu einer Schaukelbewegung und so können wir Stück für Stück diese Schaukelbewegung zumindest mal identifizieren für dich selber, wenn du dann merkst, dass du deutlich ruhiger schwimmst. Und hast dadurch auch die Möglichkeit, sogar die Wasserlage zu kontrollieren. Also viele, viele wichtige Aspekte kommen hinzu. Und Übungsvarianten, die werden wir jetzt gleich mal hier direkt im Wasser durchführen. So kann der Schnorchel eine große Hilfe sein, zum Beispiel beim Beinarbeitschwimmen am Brett. Zum einen müssen wir nicht so stark in die Überstreckung der Halswirbelsäule gehen, zum anderen verbessert sich die Wasserlage. Dieselben Vorteile finden sich auch beim Beinarbeitschwimmen ohne Brett. Durch die deutlich verbesserte Wasserlage spüren wir das am Körper entlang strömende Wasser deutlich besser und bekommen einen guten Eindruck über die Qualität der Wasserlage. Im Training können somit verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden. Einmal hinsichtlich der Intensität, aber auch hinsichtlich der technischen Qualität der Wasserlage. Der Einsatz von Kurzflossen kann eine weitere Variation sein. Eine weitere und sehr hilfreiche Methode, um die Armzugtechnik zu verbessern, ist das einarmige Schwimmen. Hier können wir uns ganz gezielt auf das Zugmuster eines Armes konzentrieren und durch die fehlende Seitwärtsbewegung des Kopfes
noch besser kontrollieren. Eine hervorragende Möglichkeit, dank der Zugbeobachtung die Unterwasserbewegung noch effektiver durchzuführen. Auch die verschiedenen Technikübungen können durch das fehlende Seitwärtsdrehen des Kopfes noch konzentrierter und damit auch effektiver durchgeführt werden. Die Übungen gewinnen an Qualität. Ein ganz wesentliches Merkmal und ein sehr großer Vorteil beim Schwimmen mit Schnorchel ist die Möglichkeit, die Unterwasserbewegung zu beobachten, die sogenannte Zugbeobachtung. So erhalten wir einen noch besseren Überblick über die Winkelstellungen der Hebel und die verschiedenen muskulären Einsätze. Das heißt also auch, der muskuläre Krafteinsatz wird besser getimt. Damit erhöht sich die Effektivität der Vortriebsarbeit. Wie immer heißt es während dieser Übungen, die Intensität, also das Tempo, ansteigen zu lassen, um die Druckverhältnisse noch besser spüren zu können. In Tipp 85 haben wir über eine weitere Möglichkeit gesprochen, das Techniktraining zu vereinfachen und damit ein noch besseres Ergebnis zu erzeugen. So sind viele Technikübungen viel zu verschachtelt und kompliziert, als dass sie einen Transfer in das ermöglichen, was wir individuell anstreben, das höchste Schwimmtempo. Um die Technik zu verbessern, sollten wir deshalb vereinfachen, statt zu verkomplizieren. Ein Beispiel dafür ist das Schwimmen mit Doppelpullboy und Fußschlaufe sowie Schwimmerschnorchel, sodass wir die Wasserlage auf einem hohen Niveau absichern und zugleich dank des Schwimmerschnorchels den Atemvorgang koordinativ neutralisieren. Somit haben wir nur eines zu tun, die Arme zu bewegen mit voller Konzentration. So, fassen wir doch einfach mal zusammen. Was kann man nun machen? Einmal das technisch sehr gute Schwimmen, das Programmieren. Auf der anderen Seite natürlich die Zugbeobachtung, die Kontrolle, die Korrektur, einarmiges Schwimmen. Wir können uns noch besser auf das Zugmuster eines Armes konzentrieren, wenn wir nicht gleichzeitig den Kopf zur Seite drehen müssen. Im Regelfall gibt es dann ja auch eine bessere und eine schlechtere Seite. Wir können Beinarbeit schwimmen, ohne dass wir den Kopf stark in den Nacken heben müssen, also hier in die Halswirbellordose zu gehen. Viele positive Aspekte. Wir könnten auch andere technische Übungen durchführen, wie Sculling oder Hundepaddeln, ohne dass wir uns um das Atmen kümmern müssen. Also hier kommen doch viele positive Aspekte zusammen. Und damit noch einmal für dich als Motivation, auch wenn du dich vielleicht nicht so hundertprozentig mit diesem Schwimmerschnorchel anfreunden kannst, so solltest du es doch wenigstens probieren, wenn es dir passiert, dass du vor allem einen Anstieg des Wasserpegels im Nasen- und dann auch im Stirnhöhlenbereich spürst, dann könntest du mal probieren, das Ganze mit Nasenklammer zu schwimmen. Das hilft im Regelfall sehr gut und gäbe dir dann auch die Möglichkeit, mit dem Schwimmerschnorchel zu trainieren. Und auch hier nochmal, ich kann es gar nicht oft genug sagen, denn ich habe mal ein Erlebnis gehabt mit meinem eigenen Sohn, der so geschwommen ist, wie viele Kinder einfach so schwimmen, kraulend, den Kopf nach links, nach rechts bewegend zum Atmen. Und das sah so mehr oder weniger ganz okay aus. Dann habe ich ihm den Schwimmerschnorchel gegeben und dann ist er 50 Meter geschwommen mit astreiner Technik. Also auch hier sieht man mal, was man für didaktische Möglichkeiten hat, das Kraulschwimmen zu erlernen. Und das gilt für Kinder natürlich genauso wie für Erwachsene. Das war mein Plädoyer. Mann, oh Mann. So. Und damit sind wir auch am Ende dieses Tipps. Wenn du mal hier gemeinsam mit uns auf Teneriffa bei Tenerife Top Training nicht nur mit Schnorchel schwimmen möchtest, dann komm doch mal hierher, informiere dich hier unten über die Website t3-training.de zu unseren Terminen und Angeboten, Inhalten. Und dann trainieren wir hier vielleicht mal gemeinsam. Das würde mich richtig freuen. Genauso würde es mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen hoch geben würdest auf YouTube und den Kanal abonnierst, das Video weiterleitest. Denn vielleicht ist es ja doch eine Inspiration für viele, die noch nicht so
recht die Freude gefunden haben an dem Schwimmen mit Schwimmerschnorchel. Ein weiterer Tipp könnte sein, wenn du Probleme hast mit dem Wasserstand in der Nase, dass du dir mit einer Nasenklammer Hilfe suchst, dann sollte das mit dem Schwimmerschnorchel im Regelfall ganz gut funktionieren. Also es gibt noch viele Chancen und Möglichkeiten. Und damit sage ich dann auch vielen Dank fürs Zuschauen. Trag dich doch hier rechts in die Newsletter ein auf der DocSwim-Seite. Dann wirst du informiert, wenn neue Trainingspläne, Artikel, Videos etc. erscheinen. Dann richtest du damit deinen eigenen DocSwim-Nachrichtendienst ein. Und damit sage ich dann auch vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der kommenden Woche mit dem nächsten Tipp oder Trainingsplan. Mal schauen, was mir da so einfällt. Bis dann. Tschüss.